Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in Sotschi, Russland. Und ja, zum ersten Mal die Voicemail und was wir Hallo, ich machen möchte dir nur die Erwartungen des Teams müssen. fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Schließe das Rennen auf dem Platz 13 oder besser ab, erreichen Sie eine höhere Platzierung als Nico Rosberg und besiegen Sie Nico Hülkenberg. Hoffentlich regnet es nicht. Im Qualifying hat es geregnet. Das fand ich nicht so gut. Ich gucke mal auf den Laptop, was er mir sagt. Ist er irgendwie Sachen, die er mir sagen kann? Nein? Dann gehen wir zum Rennen. Eine Einführungsrunde und danach geht es mit dem Rennen los. Wir spielen auf Mittel. Das Safety Car habe ich ausgestellt, weil es Probleme gab. Ich warte da bis zum Update, bis sich da was getan hat. Guten Tag aus Sotschi, wo wir uns auf den Start des Es regnet immer Qualifyings von noch. Russland vorbereiten. Noch haben wir zwar einige Rennen bis zum Saisonende vor uns, nichtsdestotrotz erwarten Es wir heute regnet. einen spannenden Grand Prix auf der Strecke, die Aber nicht 2014 so sehr. Leichter Regen. debütierte. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sotschi Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Heute darf ich neben mir niemand Geringeren als Stefan Römer begrüßen. Ich glaube, dieses Rennen konnte in seinem ersten Jahr nicht wirklich überzeugen. Aber seither kommen immer mehr Fans und es wurde zu einem beliebten Event. Was glaubst du denn, hat sich geändert? Ich finde, was hier passiert ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man die Probleme sofort angeht. 2014 wusste keiner, was ihn erwartet. Haben die Teams bei den Reifen sehr konservativ entschieden und dadurch die strategischen Optionen minimiert, was zu einem recht eintönigen Rennen führte. Aber das war eine gute Erfahrung und als wir im letzten Jahr wieder hier waren, sahen wir einen wirklich spannenden Grand Prix, der erst in den letzten Runden des Rennens entschieden wurde. Hoffentlich wird es dieses Jahr ähnlich aussehen. Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Hamilton, Daniel Ricciardo und Verstappen. Alonso, Bottas, Massa und Carlos Sainz Jr. Grosjean, Quert, Jensen Button und Hülkenberg. Gutierrez, Eriksson, Kevin Magnussen und Pascal Wehrlein, Palmer und Nasser, Rio Haryanto und ein Force India vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Korrekt. Null Boxenstopp oder ein Boxenstopp? Mit Intermediates. Ja, probieren wir mal mit Intermediates. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Einführungsrunde.
Ein Regenrennen hatte ich noch nicht, aber das kann man jetzt austesten. Jetzt wahrscheinlich nicht viel. Oh ja, ist doch etwas rutschig. Ich sollte nicht so weit aus treten, ja. Okay. Jetzt habe ich das Lenkrad nicht in der Hand. So, jetzt müssen wir unbedingt Plätze gut machen. Ja. Ja, ja. Guten Tag. Nicht drehen. Langsam kriege ich das Gefühl für die Reifen. Hat eine Rundschau freigeschalten. Stadtmeister. So, ich spiele auf der Hälfte der Rundenzeit, das heißt, die volle Rundenzeit wäre 27x2. Und das sind ganze 54 Runden. Oh, ja. Sorry. Wer nicht Formel 1 aktiv ist, bei Regen wird das DRS grundsätzlich nicht aktiviert. Weil man ja nicht so schnell fahren kann. Da passieren dann wahrscheinlich mehr Unfälle, als wenn es aus ist. Und dann erst, wenn es langsam trocken wird und die Strecke dann auch zu 100% trocken ist, im Rennen weitergeführt. Oh, ich muss langsam gucken. Der Pfeil hinter mir wird besser. Da vor mir nicht so viel los ist, kann ich hier ein bisschen mehr aufs Gas treten, aber das ist immer sehr riskant.
Vor allem, wenn es regnet, muss man das schon etwas früher bekannt machen, ob man jetzt so fährt oder nicht. Weil ich will jetzt nur so ein bisschen driften um die Kurve. Und das ist natürlich auch... Also Beispiel hier, wo die Strecke trocken ist. So teilweise. Oh, jetzt ist Bottas vor mir. Ach, verdammt! Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Und das bei einem Regenrennen. Was? Schnellste Runde? 9,7 Sekunden? Reifentemperatur im optimalen Bereich. Die Bedingungen sind perfekt für diese Reifen. Dankeschön. Bottas überholt. Also das wird ein Rennen werden, was wo ich nicht an die Box gehe. Laut meinen Reifeneinstellungen. 0 Boxenstops stand da. Und laut den Prozenten hier kann ich mir das aber sogar auch vorstellen. Wenn ich gut fahre, natürlich, ne? Ich will keine Kollision eigentlich verursachen, weil ich bin in ihm reingerutscht. Oh, jetzt haben wir Rosberg vor uns. Und er ist Vierter. Das bedeutet, wir sind Fünfter. Das Coole ist, wenn der DRS aus ist, da brauche ich mich nicht so auf der DRS konzentrieren. Und zack, sind wir an ihm vorbei. Okay. Er kommt aber an uns ran. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Oh. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Nee. Erst zum Schluss. Oder wenn es nötig ist. Oh, es gab jetzt keine Strafe. Aber ich muss mich höchst als Ziel hier gerade konzentrieren. Also die zwei Kurven sind jetzt von meinen Hasskurven im Regenrennen meine Lieblingskurven. Ja. Müssen aufhören, die Kurven zu schneiden. Weil ich da übelst cool ranrutschen kann an meine
Futterbänder her. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Schon wieder? War aber auch gerade nicht so praktisch, was ich gerade gemacht habe. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bremse schon gar nicht mehr so wirklich. Außer hier natürlich. Wir müssen ihn natürlich überholen, sonst bin ich schon mal auf der Pole. Bin ich schon mal Dritter. Mir fällt auf, dass ich sehr oft die Kurve schneide. Vor mir ist Vettel. Oh nein. Ja, fahr mal vorbei. Danke. Ich glaube, ich habe gerade jemand aus dem Rennen genommen. So. Was? Es regnet 15 Minuten lang. 15 Minuten. Guck mal, von uns der Kimi. Kimi Räikkönen. Schon wieder? Das sind jetzt schon 6 Sekunden. Sechs Sekunden ist schlecht. Aber man rutscht hier raus, da kann ich doch nichts dafür. Nein, ja. Da denke ich auch immer. Oh. Also auf den schwarzen hier lässt sich besser fahren. Weil der eben der Regen nicht mehr so stark. Also das Rennen finde ich bisher gut. Ich habe gedacht, okay, du ach Mann. Du standest als 22. Wirst du wahrscheinlich schwierig haben, dich nach vorne zu kämpfen, aber die erste Kurve sagt einiges aus. Und da habe ich mich sofort auf die Top 10 hochgeschossen. Es war bloß 0,5, aber letzter Sektor war schnellste Zeit. So, und da sind wir schon mal auf dem Platz 1. In Sochi. Bis jetzt. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,3 Sekunden.
Finde ich gut. Zu spät gebremst. Bin schon das zweite Mal hier angehackt. Nein, nicht hier rüber. Weil wir im Regenrennen fahren, nehme ich die Kurven auch etwas vorsichtiger. Nicht, weil ich ja schon eine Zeitstrafe von 6 Sekunden habe, sondern weil ich auch nicht so viel... Was? Schon wieder? Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Gibt's da nicht. Da war natürlich mal Voice. Hat vor uns irgendwie erst von einer Viertelstunde gequatscht. Ah. Eieiei. Ich möchte ja nicht meinen Reifen verlieren. Und ich habe auch schon mal bei einigen, die es hier spielen, gesehen, dass die unten links die Karte auf Vollmodus haben. Und ich habe in Menü rumgeguckt, ich habe es nicht gefunden. Also wenn ihr wisst, wo man das einstellen kann, dann könnt ihr das nochmal bitte in die Kommentare schreiben. Ich gucke natürlich weiterhin und forsche nach. So, aber ich fände es schon schöner, wenn das, ich wollte es eben mal ausprobieren und dann das nächste Mal, also beim nächsten Rennen, nächstes Wochenende, letzter Sektor war zwar wieder gut. Das ist viel. Das ist sehr viel. Ich bin wirklich erstaunt, wie lang die Reifen halten. Ich stürme mal von vorne links. Gucke ich immer, okay. Wenn das so ungefähr das Doppelte ist von der Rundenzeit, was es gerade auch ist im Durchschnitt. Und gerade einen Fehler gemacht, da ist es hochgegangen. Dann meckere ich nicht rum. Und auch wenn es über das Doppelte ist, haben wir immer noch 54%. Obwohl das auch schon krass ist, 54%. Vor allem mit Regenreifen. Auf Regen. Aber es soll ja nicht mehr so lange regnen. Wetterbericht. Kann ich das irgendwo anfordern hier? Ah. Hier irgendwo. Oh.
Ja, hier irgendwie nicht. Schade. Richtig schade. Ja, besser als 2 Minuten werden wir wahrscheinlich nicht werden. Aber ich war jetzt auch gerade konzentriert, weil ich was gesucht habe. Dann können wir es jetzt nochmal versuchen, eine gute Zeit zu fahren. Das heißt, eine gute Zeit, eine bessere Zeit. Das werden wir wahrscheinlich Plus haben, also einen, weil ich gerade einen Fehler gemacht habe. Ja, plus 1 Sekunde. Das wird schwierig bei Regen, das wieder auszubessern. Gerade 1 Sekunde. Warte, wenn die Reifen sagen, nee, wir machen nicht mehr so viel mit. Aber ich möchte jetzt nicht an die Box, weil so eine Boxen-Shot wahrscheinlich 36 Sekunden dauert, wo ich mich wahrscheinlich ins Aus katapultiere. Und Fehler machen. Nicht gut. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Gut zu wissen. Ja, der Himmel wird schon heller. Ist einfach ein bisschen eher anfangen mit Bremsen in den schönen Kurven. Korrekt, und da kann ich die auch gut nehmen. Das möchte ich eigentlich verändern. Wenn ich so um die Kurven rutsche, vor allem in den Linkskurven, in den Rechtskurven. Wie weit ist denn mein Hintermann entfernt? Ist ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen bin ich wieder drüber gekommen, ja. Nicht so weit drüber fahren. Dann ist es wieder Streckenabschnitt überschritten. Möchte nicht noch eine 3 Sekunden Verwarnung haben. Ich glaube, die nächste ist sogar schon eine 5 Sekunden Verwarnung. Und danach ist wahrscheinlich die schwarze Flagge. Bin mir aber nicht sicher. Aber schnellste Runde. 0,3. Ich möchte mal gerne wissen, was die KI hier für Rundenzeiten fährt. Ich stelle ja auf Mittel. Also, ich kenne es von vielen Großen, die auch auf Mittel stellen. Weil sonst das irgendwie, ja, entweder sind sie Letzter und einfach ist wirklich viel zu einfach. Ich habe das mal in Testrennen unabhängig der Aufnahme mal ausprobiert.
Du fährst da wirklich auf den ersten Platz, gehst in die Box, überholst die Easy Peasy, na, und dann fertig. Verbremst. Auf Mittel ist es dann so ausgeglichen. Na, hat man ja gesehen, auch beim Pits Qualifying bin ich mitten im Pulk geblieben, so 14. bis. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Ja, finde ich auch. Aber es regnet nicht mehr. Die Tropfen rieseln nur noch runter. Es regnet nicht mehr. Und die Sonne kommt auch raus. Wir haben aber noch über die Hälfte zu fahren. 1,59. Wahrscheinlich gleich fragen, ob ich die Rennstrategie ändern möchte. Aber guck mal, ich fahre die ganze Zeit mit einem kaputten linken Frontflügel rum. Das muss auch schon was heißen. Wie ich so bei den meisten mitbekommen habe, ist der ideale Boxenstopp für den Reifenwechsel, wenn man die über 60% gefahren hat. Also die Reifen. Verbremst. Eieiei. Abstand zum Hintermann beträgt 16,9 Sekunden. Ändern! Strategie ändern! Was ist denn die blöde Taste? Strategie ändern! Strategie ändern! Nee, keinen Fehler machen wir. Der ist wurde aktiviert. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Werden die wahrscheinlich hinter mir auch ein bisschen näher rankommen. Mal kurz gucken, Vettel, 19 Sekunden. Das muss man jetzt halten und besser werden. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig. Oh, Raikön. Umso schlimmer wird es. Auf Soft. Auf Soft kennt ihr alle. Oh, Massa ist aus dem Rennen.
Gehe ich auf jeden Fall auch in die Box, weil mein Hintermann bestimmt jetzt auch an die Box geht. Ah, nicht schon wieder! Ach, so eine gelbe Flagge ist da, ne? Hier steht Massa. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Ich hab doch hier in die Box eingelenkt. Was willst du? Was? Wieder grüne Reifen? Warum? Warum? Sind die behindert? Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Na klasse. Rutscht doch jetzt schon. Alter, was ist das für eine Scheiße? Könnt ihr nicht mitdenken? Reifenwechsel. Wie kann man denn hier nach unten gehen? W3 oder W3? 4. Einmittel. So. Bestätigen. Ja, weiter. Alter. Ist das jetzt euer Scheißernst? Warum habe ich da nicht eher dran gedacht? Ich wusste, dass ich es einstellen kann. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich muss jetzt an die Box. So leid mir das tut, ich muss an die Box. Alter, was macht der denn hier neben mir? Wehe, die stellen jetzt das jetzt nicht ein. Wehe. Oh, die Plätze, sie rieseln. Oh. Nicht gut. Das sieht so gut aus, gelbe Reifen. Los, fahr jetzt. Möchte ich aber mal sehen hier. Schnell, schnell, schnell. Schnell. So, jetzt ja keinen Fehler machen. Oh, oh, oh. Schon wieder. 12 Sekunden insgesamt. Nicht gut. Nicht gut. Ach du Scheiße. Hab da gebremst. Ach verdammt. Rosberg, Nico Rosberg, ach du heimer dann.
Jetzt muss man alles geben. Aber ich finde schon mal gut, dass es nicht mehr regnet. Aber wir hätten es auf jeden Fall geschafft. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,4 Sekunden. Will ich ja auch hoffen, dass der größer wird. Oh ja, zwei Harder am Start. Ich könnte kotzen. Die sind ja genau hintereinander. Was? Willst du mich verarschen? Die Rennleitung hat uns eine 10 Sekunden Zeitstrafe verpasst. Es ist doch nur wegen den Scheißende. Das sind diese 2 Meter, die man noch nicht betreten darf. Könnte ich jetzt schon wieder ausflippen. Gibst du nicht? Sag mal, 22 Sekunden? Okay, Abstand zum Teamkollegen 15,3 Sekunden. Warum habe ich das getan? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. Aber wir haben noch 9 Runden. Ja, wenn ich nicht so beschissen fahre, auch, ja, hol ich die auch noch ein. Nein! Wenn ich zurücklenke, da gehe ich wieder gegen die Bande. Ja, Bande ist mir eigentlich lieber als scheiß Sekundenstrafen. Wie zum Beispiel so. Boah, und gleich wieder links lenken. Oh, die habe ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht genommen. Das wird eng. So. Da vorne ist Bottas. Also unter in den Punkten sind wir auf jeden Fall. Bis jetzt. Wenn mein Teamkollege 15 Sekunden hinter mir ist und ich eine 22 Sekunden Zeitstrafe bekommen habe, das wird knapp. Aber wir haben noch ein paar Runden zu fahren. Das heißt nicht, dass sie noch weiter anwächst. Ich hoffe es nicht. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,5 Sekunden. Hm.
Daher werden es noch weniger. Passt doch. Passt doch. Solange der vor mir keine harte Mischung fährt, ist doch alles Roger Rogerson. Und solange ich wieder Zeiten fahre, finde ich das gut. So. Einen Bottas hole ich auf jeden Fall noch einen. Da die hinter mir nicht so schnell sind, werde ich wahrscheinlich auf dem 7. oder 8. Platz bleiben. Jetzt habe ich mich in den beiden Hurenkurven, ja, in den verbremst. Eieiei. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Achs. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,3 Sekunden. 3,322. 15 immer noch zum Hintermann. Ich habe gesagt, Massa ist raus aus dem Rennen. Oder war das wer anders? Und 14. Oh, Massa kommt ran. Massa kommt ran, weil ich Fehler mache. Ich fahre hier rote Zeiten. Aber ich kann ja nur noch besser werden oder so werden wie andere, ne? Bottas, 0,25 Sekunden vor mir. Ach du Scheiße! Und das sind 25. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Und jetzt fahre ich wieder blöde Rundenzeiten. Ja, nee. Gut. 2,4 auf du Heimerland. Rosberg ist deutlich weiter vorne. Aber ich bin wahrscheinlich in allen drei Sektoren schneller als er. Schon mal ein Unterschied zwischen uns beiden. Aber wir kriegen einen Punkt, weil ich immer besser bin als unser Hülkenberg. Der Teamkollege, da ist er nämlich. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 24,3 Sekunden. Jetzt bin ich noch schlechter als er. Noch bin ich schlechter. Aber wir haben ja noch fünf Runden zu fahren.
Was, vor mir oder hinter mir? Weil da habe ich nämlich noch Abstand 0,26. Oh nein. Hab ich verbremst. Ein paar Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Dann fahr ich lieber jetzt noch ein bisschen fett. Hol ich den Bottas noch ein. Sekunden. Aber das schaffe ich an der Stelle aber auch immer wieder, oder? Problem, wenn ich hier so weit rauskomme, komme ich jetzt hier gegen das Ziel. Wenn ich da mal kurz aufs Gras komme, da ist... Nee. Also noch könnten wir 29 Runden fahren. Ah, geht wieder aufwärts. Nicht gut. Wenn die Zeiten größer werden. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Und auf Bottas noch 2 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 18,7 Sekunden. Von dem Zeit müsste jetzt eigentlich auch hier irgendwie nicht gelten, ne? Eigentlich schon, aber das kann man nicht nachgucken. Kann man ja nicht nachgucken. Und da ist Bottas. Da haben wir ihn schon mal so ein bisschen eingeholt. Ich muss trotzdem ordentlich fahren, ich will eben hinten ja nicht drauf fahren. Das tut meinen Frontflügel nicht gut und auch dem Strafzeiten.
Aber ich weiß nicht, ob Bottas ein guter ist. Kann das sein, dass der ein schlechter ist und uns hier irgendwie noch einen Reifen abfährt im letzten. In den letzten paar Runden. Obwohl wir auf Fett fahren, ist er trotzdem schneller. Habe ich so das Gefühl. Aber jetzt kriegen wir ihn gleich in den nächsten Kurven. Jetzt. Komm. Lass mich ihn überholen. Ob der heißt. Oh, oh, oh. Ist denn das passiert, wenn ich DRS bekomme? Das passiert, wenn ich DRS bekomme. Bam, zurück mit mir. Try again. Bin vorbei. Ich bin happy. Ich hab Puls. Großen Puls. Ich bin schneller als du. Ciao, ciao. Noch sehe ich den Pfeil. Noch sehe ich den Pfeil. Noch ist nichts gegessen. Ah, das habe ich mich verbremst. Das ist nicht gut. Passt doch. Ich kann auch langsam von ihm weg. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Das Viertel. Alter, was mache ich denn? Ein paar Informationen zu Rosberg. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Guck mal, die fahren immer übers Ziel so weit raus. Oh, ich krieg die RS, das ist nicht gut. Aber ich hab's trotzdem gut genommen. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Aber ich hab auch. Er ist hinter mir. Okay, er hat mich vorbeigelassen. Dankeschön, Vettel. Da habe ich zwei hinter mir, die mir auf den Sack gehen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,8 Sekunden. Bei dem komme ich nicht mehr vor uns. Lol, da lag jemand. Und da waren es nur 20. Und jetzt habe ich mich verbremst. So, karierte Flagge auch für den Cedric. Also die letzte Runde. Müssen alles geben. Hamilton liegt in Führung. Ja, ist ja gut. Solange es nicht Rosberg ist, ist mir alles egal. Ja, der Flagge. Und ja. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Achter. Bin ich jetzt auch im Endergebnis Achter? Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert.
Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelohnt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Was, das ist Vierter? Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Na, wir sind Achter. Lewis Hamilton, der die Konkurrenz doch weiter hinter sich. Gut mitgezählt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Heute geht dieser Titel für mich an den Force India-Piloten. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Ha. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht. Außer meinem Teamkollege. Bis zum nächsten Mal. Ach, der war gleich Neunter. Okay. Ja, 52 und der hat 58. Hier ist der Schnitt. Und dann eine Minute und dann geht's hier. DNF, bloß eine Runde. Der Kimi. Und Kimi hat's rausgehauen in der letzten Runde. In den letzten Runden. Eieiei. Und Nasre war ja gleich zum Anfang weg. Arianto und Palmer haben noch eine extra Runde dazu bekommen. Ich habe 4 Punkte dazu bekommen. Ich klicke mal auf Weiter. Ja, die unten. Wir haben noch Dritte und F6. Genau. Bin ich auf Platz 4. Gut. Gut. Weiter. Irgendwie. Es lädt. Ach, die Punktevergabe. Gucken wir nochmal. Ja, 5 zu 11, das war ja am Anfang da auch so. Na, ist doch gut. Auf jeden Fall gut. Ja. KI spiele ich jetzt gerade. Hilfegrad, ja. Hilfegrad habe ich auf 0. Also ich habe keine Hilfe. Aber schon fast 20.000 und. Hören wir doch mal die Voice mehr an. Hi, Emma hier. Ich habe heute mit ein paar Managern über deinen Fortschritt gesprochen. Kurz gesagt, sie sind begeistert. Weiter so. Wenn ich mir den Laptop angucke. Bin ich immer noch im lilanen Bereich, was mich natürlich sehr erfreut. Und das nächste Wochenende wird ihr dann wahrscheinlich auch am nächsten Wochenende sehen. Dann Samstag und Sonntag. Freitag fällt weg. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag und ja, bis dann. Ciao, ciao.